So, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Menschen, die hier zugegen sind an der Zug Pride, an der weltweit wohl allerkleinsten Pride ever and ever and ever. Herzlich willkommen, schön sind ihr da. Die da vorne schauen, sehen es. Weil hier gibt es jetzt ein Podium, das rund eine halbe Stunde dauert. Jeweils unterbrochen von Martinshörner oder von Zügen, die vorbeifahren. Aber das nehmen wir in Kauf. Kommt näher, wenn es euch interessiert. Wir reden da vorne unter anderem auch über die Ehe für alle und ob das wirklich wichtig ist. Wir reden aber auch über ganz andere Sachen, über Tätigkeiten von diesen Damen und Herren. Und jetzt sitze ich ab und erlaube mir an dieser Stelle, die Podiumsteilnehmenden hier vorne gerade vorzustellen. Und ich fange an mit der Sandra Schäfer. Sandra ist Programmleitung von «Du bist du». Sie ist Mitglied der Fachgruppe für Coaching für Fachpersonen. Seit 12 Jahren bist du als Sozialpädagogin tätig in der offenen Jugendarbeit. Herzlich willkommen. Dann der Dominik Steinacher neben dir. Er ist Jurist und LGBTIQ-Plus-Aktivist. Er ist Vorstandsmitglied von Pink Cross. Und beim «Ehe für alle» Song, wo wir ja wahrscheinlich alle schon auf und ab gespielt haben, war er zuständig für Koordination und den Kontakt zu den LGBTIQ-Plus-Organisationen und zu den teilnehmenden und mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern. Herzlich willkommen auch dir. Dann Jill Nussbaumer, gerade neben mir. Sie ist Business Analyst. Sie ist engagiert bei der FDP und ist bei der Kommunikation von der FDP Radigal. Was das genau ist und was sie dort macht, da werden wir später noch darauf eingehen. Jill Nussbaumer ist in einer Beziehung mit einer Partnerin und sie ist heiratswillig. Ja, und meine Wenigkeit, mein Name ist Remo Hecklin. Ich bin Filmemacher, Kulturschaffender und Mitorganisator von diesem Anlass. Und es freut mich sehr, dass ihr dieser Einladung gefolgt seid. Sandra, du bist du. Das ist ein Programm, das entstanden ist aus der sexuellen Gesundheit Zürich. Erzähl doch uns, die das nicht kennen, du bist du. Wie ist es überhaupt erst dazu gekommen? Und lass doch noch den Zug durchfahren. Ah, er kommt nicht. Ich meine, er kommt. Genau. Also du bist du. Für alle, die es nicht kennen, du bist du ist eine Beratungs- und Informationsplattform für von jungen queeren Menschen für junge queere Menschen. Und hat, wie du schon gesagt hast, den Anfang genommen, damals im 2009 vom Checkpoint Zürich. Also Checkpoint Zürich ist das Gesundheitszentrum für queere Menschen, damals vor allem für junge, schwule Männer gewesen. Für HIV. Und das hat ja auch einen Grund, warum Männer dort besonders angesprochen waren, oder? Genau, weil sie halt wie einfach die vulnerable Gruppe für HIV und andere Geschlechts-, also sexuell übertragbare Krankheiten sind, gewesen sind. Und dort ist es ganz fest um Prävention eben von HIV und STIs gegangen. Und dann hat man wie gemerkt, hey, nur die gesundheitliche Prävention oder nur Prävention auf der medizinischen Ebene, das greift wie zu kurz. Man muss dort wie vorher schon ansetzen und in dem sind die jungen, schwulen Männer, die damals Hauptzielgruppe waren. Ich warte schnell. Genau, und hat wie gemerkt, okay, gut, junge, schwule Männer haben statistischerweise ein höheres sexuelles Risikoverhalten. Dementsprechend eben sind sie anfälliger für Geschlechtskrankheiten und HIV. Und man kann das aber verbessern oder man kann sie dabei unterstützen, ihre Sexualität weniger gefährlich auszuleben, indem man sie auch auf einer zwischenmenschlichen, psychologischen Ebene abholt und sie eigentlich beratet und unterstützt in diesem schwierigen Prozess von Coming Out, vom Umgang damit, queer zu sein in einer Welt, die nicht geschaffen ist für queere Menschen. Ja, und später haben dann auch dürfen Frauen teilhaben an diesem Angebot. Und erzähl doch mal, was euch ein Tätigkeitsfeld heute ist. In welchen Bereichen sind ihr vornehmlich aktiv? In ganz vielen. So. Eines unserer Haupttätigkeitsfelder ist Beratung. Das sind eben selber junge, queere Menschen, unter anderem der Dominik, die andere queere Menschen betreuen und begleiten in allen möglichen Fragen rund ums Coming Out, rund um das Wohlbefinden, rund um psychische Gesundheit eigentlich. Und das ist anonym, mehr oder weniger. Das kann man auf der Internetseite, kann man sich dort einen Menschen aussuchen, den man gerne möchte
In Kontakt treten, gutes Wort, danke. Genau, also das ist so ein sehr grosser Teil. Dann der andere grosse Teil ist Events und Kampagnen, wo auch junge queere Menschen an eher, sagen wir jetzt mal, cis-heteronormative Anlässe gehen und aufmerksam machen für queere Themen, für queere Anliegen. Und eigentlich einfach auch schreien, hey, wir sind da, uns gibt es uns. Und schaut mal da, der Regenbogen. Selbst im Zug gibt es sie. Selbst im Zug gibt es sie, habe ich gehört sagen. Ich halte es für ein Gerücht. Genau. Und in dem Sinne machen wir auch aufsuchende Jugendarbeit. Also sprich, wir gehen mit jungen, queeren Menschen in Jugendtreffs, also Angebot von der klassischen offenen Jugendarbeit. Und uns dort eigentlich uns zur Verfügung stellen für Fragen, für alles Mögliche, was die Jugendlichen so beschäftigen. Und dann noch der andere Bereich, wo ich auch Mitglied bin, ist eben der Fachbereich Coaching für Fachpersonen. Zukunft. Nomen ist Omen, wir sind in Zug. Genau, eben der Fachbereich Coaching für Fachpersonen, wo queere Fachpersonen aus dem Bereich soziale Arbeit, Psychologie, Pflege, andere Fachpersonen, die mit jungen Menschen arbeiten, eigentlich coachen. Also wir geben Workshops für zum Beispiel Jugendarbeitende, wo sie lernen, wie sie können, ihre Jugendtreff zum Beispiel queersensibler und queer-friendlier gestalten. Dominik Steinacher, du bist jahrelang tätig für «Du bist du» unter anderem auch. Du hast schon wahrscheinlich ganz viele queere Jugendliche beraten in dem Prozess des Coming Out wahrscheinlich auch. Und du hast mir gesagt, deine LGBTIQ-Plus-Karriere, die hat dort ihren Anlauf genommen. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Wie hat dich das selber vielleicht auch geprägt? Ich habe unglaublich viel aus dieser Zeit mitgenommen. Also es ist, man lernt jetzt also aus dem ganzen Aktivismus, habe ich mega viel für mich persönlich mitnehmen, wie zum Beispiel Projektarbeit und so. Also einfach so auftreten auch, mit Menschen in Kontakt treten, eben auch das ganze Politische. Ich bin vorher überhaupt nicht politisch gewesen und inzwischen auch sehr aktiv. Also nicht aktiv politisch vielleicht. Genau, ja, aber auch sonst nicht mega interessiert, oder? Aber inzwischen mega fest. Und auch mega viel Persönliches. Also ich konnte einen wirklich tollen Freundeskreis aufbauen durch meinen Aktivismus und meine Tätigkeiten bei «Du bist du». Und ich würde sagen, meine engsten Freundinnen kommen von «Du bist du» heute. Und das ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Ja. Und heute bist du aber nicht nur da für, oder als Vertreter von «Du bist du». Du bist Vorstandsmitglied von Pink Cross und du bist in der Kampagne dabei «Ehe für alle» in der Region Zürich. Was erlebst du da so auf der Straße? Ist das immer Grund Wohlwollen herum? Ja, nein, natürlich nicht. Also das ist, in Zürich ist es jetzt so, dass man wahrscheinlich eher wohlwollende Menschen begegnet. Aber auch sonst, also wenn wir jetzt in Zürich selber haben wir noch keine Strassenaktionen gemacht, die kommen jetzt erst. Also wir haben eine größere Aktion gemacht auf dem Helvetiaplatz, wo wir ganz viele Leute ein Ja geformt haben. Und dort hat es schon auch ein paar gehabt, wo wir gemerkt haben, die sind skeptisch, vor allem so im Vornherein sind sie gekommen und haben uns angesprochen, ja, was macht da, wieso so viele Regenbogen und so und was soll das? Und dann hat schon so... Also Klimawandel, oder? Klimawandel, genau, natürlich. Nein, und dann ist es ist relativ... Ja, es kommt dann halt schnell mal so angespannte Situationen, wo man dann, gerade wenn man jetzt vielleicht das erste Mal also ein Event ist und mithilft, dann vielleicht nicht ganz so weiss, wie man mit dem umgehen soll. Aber wir haben das dort mega gut handeln. Und im grossen Teil ist es wirklich... viel Zustimmung eben in Zürich sowieso, also haben wir Stadt, Großstadt, wo es viele queere Menschen hat, ja, da haben wir eigentlich nicht mega ein Problem mit Anti- oder mit GegnerInnen gehabt, genau. Jill Nussbaumer, du kennst dich bereits ein bisschen besser aus, auch mit politischer Arbeit, Kampagne. Du bist sehr stark aktiv für die FDP. Ich habe es eingangs erwähnt und da kommen wir wieder zum Stichwort Ehe für alle. Du lebst mit deiner Partnerin zusammen und ihr möchtet heiraten. Warum möchtet ihr das denn, wo doch die eingetragene Partnerschaft bereits 2007 besteht? Warum ist das keine Option für euch? Also die eingetragene Partnerschaft, vielleicht wäre ich die eingegangen, wenn wir jetzt eine Dringlichkeit hätten, den Zivilstand irgendwie zu haben, uns absichern lassen, vielleicht weil jemand eine Ausbildung macht und jemand verdient oder weil wir Familie gründen wollen. Aber solange das nicht so dringend ist, habe ich lieber warten, wie jetzt hoffentlich das Ehe für alle kommt. Weil ich mir einfach überlegt habe, wenn ich den Zivilstand habe, dann muss ich in jedem Formular den auch angeben.
Und ich war jetzt auch letztes Jahr auf Jobsuche und bei diesen Bewerbungsgesprächen wäre es mir, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen, wenn das alle einfach gerade wissen, wenn es dann auch thematisiert wird, weil ich lieber über meine Qualifikationen rede. Oder also eintreite Partnerschaft heisst, es ist ein Zwangsouting sozusagen. Ja, oder? Genau. Ja. Auch bei einem Visum oder beim Arzt. Also einfach in sehr vielen Bereichen, was mich verunsichert hat. Und ja, darum ist jetzt das für mich nicht in Frage gekommen. Aber ich verstehe auch viele, die in dieser Situation waren, wo sie das eigentlich haben müssen. Weil wenn man sich absichern will als gleichgeschlechtliches Paar, hat man ja nicht so viele andere Möglichkeiten im Moment. Jetzt gibt es aber noch weit mehr Unterschiede zwischen der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe oder überhaupt. Dominik, du als Jurist oder mit einem juristischen Hintergrund, vielleicht willst du das nochmal mantramässig uns allen in Erinnerung rufen, was denn da eigentlich für Unterschiede rum sind. Ja, also ich glaube, die zwei wahrscheinlich wichtigsten, die auch in den politischen Diskussionen immer wieder aufkommen, die zwei wichtigsten Unterschiede sind halt Adoption und Fortpflanzungsmedizin, dass man nachher also als lesbisches Paar auch Zugang hat zur Fortpflanzungsmedizin und jedes gleichgeschlechtliche Paar Zugang zur Adoption hat. Das sind zwei wichtige Unterschiede. Dann eben das Zwangsouting, was ist sehr ein wichtiger Punkt, vor allem sehr für das Individuum sehr wichtig, dass man sich nicht muss jedes Mal outen, wenn man irgendwo seinen Zivilstand angibt. Das kann auch ein Problem sein, wenn man irgendwo ins Ausland reist, je nachdem, wo in welches Land man kommt. Es gibt ja noch relativ viele Länder, wo es wirklich ein Problem ist, wenn man... Gut, dann dürfen wir sowieso nicht hinreisen zur Zeit. Also ja, genau. Das wäre das Argument für Gegner, oder? Genau, genau. Dann, die erleichterte Einbürgerung ist etwas, das man auch nur hat, wenn man in einer Ehe ist. Und dann natürlich etwas, das vielleicht ein bisschen juristisch stöhnt, aber trotzdem relativ wichtig ist, dass es nicht im gleichen Gesetzbuch geregelt ist. Also es ist etwas, wo man... es ist wie nicht in der Basis von der Schweizer Gesetzeskultur drin. Also die Ehe ist im ZGB geregelt, was die Basis ist von unserem, also eine von der Basis von unserem Gesetzessystem. Und für die dreite Partnerschaft haben wir ein separates Gesetz geschafft, wo dann auch andere Auslegungsmethoden und so weiter, wo einfach ein bisschen anders angeschaut wird und man ganz klar sagt, es ist etwas anderes und wir wollen das ja nicht. Wir wollen das eben genau nicht. Wir wollen einfach, dass es gleich ist. Und darum ist es auch wichtig, dass man das im gleichen Gesetz regelt. Sandra Schäfer, du bist ja eine von den wenigen, die total gegen Ehe für alle ist. Gell? Im Vorgespräch haben wir darüber gewitzelt. Ich hoffe, du hast in der Zwischenzeit die Meinung revidiert. Wir reden über etwas anderes. Wir kommen nämlich wieder darauf zurück, auf «Du bist du». Erzähl doch, was ist denn so eure Ansprechgruppe schlussendlich? Du hast von jungen Menschen geredet. Wo definieren die, wo kommt die Guillotine, die sagt, jetzt bist du nicht mehr jung? Also die Guillotine, die gibt es an sich so nicht. Also man darf sich auch an uns wenden, wenn man schon älter ist. Aber eigentlich sagen wir schon so bis und mit 25 ist so... So und eigentlich dann schickt man sie auf andere Plattformen. Genau, Grindr. Ja, genau. Dann gibt man sie direkt auf Grindr. Vor allem Lesben, die haben dort besonders viel Spass. Das riesen Tummelfeld. Genau. Das Potenzial noch. Das Potenzial. Ja, wo tummelt ihr euch eigentlich? Ja. Das brennt mich wirklich die persönliche Frage. Wo tummelt sich Lesben? Ja, Online-Plattform, ist das etwas, was euch interessiert? Ja, schon. Aber es ist wie weniger ergiebig. Also es ist wie halt einfach so, Grindr gibt es halt für Lesben, glaube ich, wirklich nicht. Lesben ticken anders. Das ist meine Erfahrung. Das ist also gut, Klammer dazu, kommen gut, wir zurück. Okay. ihr habt Angebote für Jugendliche. Wir haben Lockdowns hinter uns. Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage nach diesen Angeboten von Jugendlichen in dieser Zeit massiv zugenommen hat. Ja, also wir sind selber ein bisschen überrascht gewesen. Also wir haben nicht gedacht, dass es wirklich so viel mehr gewesen ist. Das ist uns dann so im Nachhinein, wo wir dann die Zahlen angeschaut haben aus dem 2020, wo wir gemerkt haben, ja, also durchschnittlich so in einem normalen Monat haben wir plus minus 15 neue Beratungsanfragen, also wirklich neue Menschen, die das erste Mal Kontakt suchen bei «Du bist du» mit einer Beratungsperson, durchschnittlich. Und im März 2020 waren es über 30 gewesen. Und das hat sich dann auch ein bisschen so weitergezogen bis in April, Mai rein. Und ist jetzt auch auf einer Ebene stagniert, wo es jetzt wirklich, jetzt sind Durchschnitt sind jetzt bei etwa 20. Und ihr habt das immer können handeln? Ja, es war schwierig. Also wir haben glücklicherweise dann wie zu dieser Zeit dann auch gerade neue Beratungspersonen ausbilden gehabt vorher und haben dementsprechend das gut können abfangen. Und man muss dazu sagen, das passiert alles auf Freiwilligkeit. Ja, die genau. Beratenden, jungen, queeren Menschen machen das freiwillig. Genau, also im Moment sind wir im Pool von plus minus 60 jungen, queeren Menschen, die ihre Freizeit... Die ganze Schweiz.
Oder ja, also Deutschschweiz. Mhm. Wo einfach wirklich ihre Freizeit und ihre Energie und ihr Herzblut da reinstecken, um anderen jungen Queers irgendwie ein Dasein zu verschönern und zu erleichtern. Jill Nussbaumer, die zivilrechtliche und die kirchliche Ehe, das sind zwei Paar Schuhe, die man sich manchmal auch wieder ein bisschen vor Augen führen. Ihr wollt beides. Jetzt, die offizielle Verbindung zwischen zwei Menschen ist dir und deiner Partnerin sehr wichtig. Du hast mir da Stichworte genannt, wie zum Beispiel auch Treuepflicht und Fürsorgepflicht. Wolltest du das ein bisschen ausführen? Ja, das finde ich auch noch ein wichtiger Unterschied in der eingetragenen Partnerschaft, dass man, wenn man die eingeht, sich leider nicht das Ja-Wort geben darf. Jetzt warte ich noch mal kurz. Genau, man gibt sich das Ja-Wort nicht, man hat keine Trauzeugen. Das ist so ein bisschen der romantische Teil, der mir jetzt würde fehlen würde. Was ich auch schön finde, wenn wir das dann auch dürfen. Und ich finde aber auch einfach das Konzept von der Ehe, dass man sagt, man ist sich treu, man schaut aufeinander, man steht einander bei. Das ist ja eigentlich etwas wirklich mega Schönes. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht allen Menschen zustehen soll. Weil wir gewinnen ja alle, wenn sich mehr das Versprechen geben dürfen und wirklich die Ehe eingehen. Und eben meine Freundin und ich, wir sind katholisch. Und das würde im Moment wahrscheinlich noch nicht gehen, dass wir das Sakrament uns dürfen spenden in der Kirche. Aber wir haben immerhin schon den Segen bekommen. Oder beziehungsweise man gibt sich auch den Segen gegenseitig. Es ist einfach ein Seelsorger dann als Zeuge dort, der das eigentlich begleitet. Und ja, das war schon mal so ein erster Schritt gewesen, um einfach eine Zeremonie haben, auch eigentlich einander ein Versprechen geben, einfach in diesem Rahmen. Und auch wenn jetzt das eben auf dem Papier nichts ist, dann gibt einem das viel. Und darum habe ich auch gemerkt, dass das zwei Sachen sind. Eben aus der juristischen Warte so eine Ehe, wo man eigentlich einen Vertrag miteinander hat und dann das Kirchliche. Ich glaube, bei der Reformierten ist es so eine Zeremonie, die es dann gibt, nicht ein Sakrament. Und ich würde es schön finden, auch wenn man das mehr trennen kann, weil ich glaube, in der Diskussion heute wird das oft ein bisschen vermischt. Also was die Kirche als Ehe sieht, muss auch dem Gesetz entsprechen. Und ich sehe das eigentlich nicht so. Weil also wir reden von der Säkularisierung, die eigentlich ja längst stattgefunden hat. Ja, aber wir bleiben genau zuversichtlich, wir sind zuversichtlich. Dominik Steinacher, in der Kampagne «Ehe für alle», was sind eure Strategien jetzt auf der Zielgerade? Ich meine, es ist rund einen Monat noch hin, bis dann die nationale Volksabstimmung hier auch stattfindet. Was steht da? Ich nehme an, Fahnen habt ihr keine mehr, die sind restlos Nein, weg. Nein, Fahnen sind weg, sind alle weg. Es sind noch viele Podiumsdiskussionen werden organisiert. Es gibt viele lokale Komitees, die Events organisieren. Jetzt in Zürich organisieren wir beispielsweise für die Arena ein Bullshit-Bingo, wo man kann schauen kann und einfach sich darüber aufregen zusammen, was alles so für sich erzählt wird. Und es geht glaube ich, einfach ums Mobilisieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jeder für sich, jeder Einzelne kann machen. Einfach im Umfeld mobilisieren, gehen und abstimmen. Das ist wichtig, weil ich glaube, schlussendlich, wir werden die Abstimmung gewinnen. Das kann man relativ zuversichtlich glaube ich, sein. Aber es ist wichtig, dass auch alle gehen und abstimmen, die dafür sind. Oder? Weil, ja, das ist wie ein Donnerschlag, das zementiert. Genau. Oder? Ja, es sind auch schon Abstimmungen verloren gegangen, wo man nicht gedacht hat, dass man sie verliert, nur weil zu wenig Befürworter sind, abstimmen. Weil man eben gedacht hat, ja, das gewinnen wir sowieso. Und dann haben wir es nicht gewonnen, weil einfach zu wenig Leute sind, abstimmen. Setzen wir da vor allem auf die junge Generation? Oder? Ja, aber auch bei den älteren Generationen ist die Zustimmung gross. Es ist einfach, alle müssen abstimmen, die dafür sind. Ich habe es eingangs gesagt, du bist zuständig innerhalb der Kampagne «Ehe für alle», unter anderem für den Song, den ihr publiziert habt letzte Woche, «Ehe für alle». Du hast Kontakt gehabt zu diesen Künstlerinnen und Künstlern. Erzähl doch mal, hat es auch Künstler gegeben, die ihr angefragt habt, die gesagt haben, das ist mir ein bisschen heikel, da mache ich nicht mit, du musst keinen Namen nennen. Das würde ich auch nicht, nein. nein, es hat tatsächlich, wir haben natürlich einen Background-Check gemacht, bevor wir sie angefragt haben. Das heisst, jetzt die Menschen oder KünstlerInnen, die man weiss, die sind offen eher kritisch gegenüber von der Ehe für alle oder was auch immer eingestellt, die haben wir gar nicht erst angefragt. Es hat eigentlich niemand gegeben, der offen gesagt hat, hey, nein, das entspricht nicht meinem. Man würde es ja hören im Vibrato von der Stimme. Ja, oder? Genau. Ich vor, wir hören jetzt gerade in eine Strophe, die übergeht in Refrain, dass wir für die, die es noch nicht kennen, einmal wissen, mit was man es hier zu tun hat. Ich freue den Wind. Unsere Liebe ist so bunt, unsere Liebe ist so echt, auch wenn es nicht immer allen gefällt.
malen mir Farben in die Welt. Manchmal liebt eine Frau eine Frau, manchmal liebt eine Mama. Liebe kennt kein Geschlecht, sie ist niemals schlecht. Ja, ich will, ja, ich will. In guten und schlechten Zeiten, ja, ich will, ja, ich will. Will dich an meiner Seite. Zusammen sind wir stark, haben schon so viel überwunden. Was wir haben, wünsche ich jedem, denn wir haben wahre Liebe gefunden. Ja, ich will. Danke für den Einblick. Die, die es noch nicht abgeladen haben, machen das. Nicht jetzt, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen konzentrieren. Sandra Schäfer, das ist dein Zug. Danke. Reden wir doch noch über den Auswertungskanal von Du bist du. Wo sind ihr denn überhaupt überall aktiv? Also, sind ihr auch in Schulen zugegen? Oder wo findet ihr Menschen, die ihr ansprechen wollt? Ich nehme an, das sind ja nicht nur Menschen, die eine Affinität haben jetzt zu queeren Themen. Schönerweise finden Menschen, die uns brauchen, uns. Also die jungen, queeren Menschen, die finden den Weg zu uns. Aber was sicher ganz ein wichtiger Kanal ist, ist Social Media. Das haben wir auch gerade letzte, das wieder neu aufpäppelt und sind jetzt dort am Gas gegeben. Einer von den Hauptköpfen steht da im Publikum. Genau. Und dann halt schon einfach viel Werbung halt eben auch an diesen Events, an diesen cis-heteronormativen Events, wo die Leute wie... Aber schon auch, oder? Also ihr wendet ihnen auch zeigen, dass es uns gibt. Genau, genau, ja. Absolut, ja. Tu Gutes und sprich davon. Ist das ein Credo? Ja, ich glaube, ich würde schon sagen. Und halt ganz viel, hey, uns gibt es und hey, wir sind im Fall da. Und ein grosser Teil ist halt schon auch, so in der Erfahrung, oder die Jungen tummeln sich sehr fest sowieso im Internet. Wenn sie etwas brauchen, dann finden sie es. Also finden sie auch Du bist du, wenn sie Beratung brauchen zum Beispiel. Was mir ganz wichtig ist, dass man wie neben den Jungen halt einfach auch vor allem die älteren Leute anspricht oder die Menschen anspricht, die eben mit jungen Menschen zusammenarbeiten oder mit jungen Menschen im Kontakt sind. Darum eben auch die Coaching-Fachpersonengruppe, die eben wirklich den Schwerpunkt darauf hat, hey, ihr arbeitet mit jungen Menschen, die wohnen bei euch in der Institution oder die verbringen eure Freizeit bei euch. Es ist wichtig, dass ihr dort von oben ab könnt ihnen gewisse Grundwerte mitgeben und auch irgendwie ein Umfeld schaffen, wo sie sich auch wohlfühlen können, wenn sie queer sind. Jill Nussbaumer, ich habe es angetönt, du bist politisch aktiv bei der FDP. Dort hast du eine Vorstandstätigkeit bei FDP Radigal. Für alle von uns, die das nicht kennen, umschreib doch mal, was deine Tätigkeit ist und was vor allem die FDP Radigal macht. Also FDP Radikal steht eigentlich für die Fachgruppe der FDP für LGBT-Themen. Und unser Ziel ist, dass wir, wenn eben so eine Vorlage wie die Ehe für alle kommt oder jetzt auch so eine Vorlage wie die Strafnorm, also dort, wo es um Diskriminierung gegangen ist, dass wir das innerhalb von der FDP einerseits informieren, also dass wir auch in die Sektionen gehen, Vorträge halten, dass wir Parlamentarier früher schon ansprechen, wenn das Ganze im Parlament ist, aber auch schauen, wenn es dann an Kampagnen geht, dass wir präsent sind. Weil, ja, wenn es das nicht würde, ich glaube, dann sind halt andere Interessensgruppen gross, die vielleicht wirtschaftspolitische Themen mehr angehen, was natürlich auch wichtig ist für die FDP. Aber jetzt gerade für die Ehe für alle haben wir eigentlich sehr früh sind wir Leute angegangen und haben gesagt, wir wollen auch, eben, dass ihr alle ja stimmt im Parlament und nachher, dass wir jetzt auch präsent sind, dass irgendetwas gemacht wird. Wir haben jetzt zum Beispiel viele so Guerilla-Aktionen gehabt mit riesigen Pride-Flaggen. FDP macht Guerilla-Aktionen. Von wem hat sie das gelernt? Das war der Jungfreisinn. Ah, ja. Okay. Das also ist ihr bringt eben eurer Mutterpartie ganz viel bei. Ja, oder wir holen auch raus. Ja, genau. Vaterland, aber Mutterpartei. Mutterpartei. Okay, und wir tun oft, also ich bin auch bei den Jungfreisinnigen sehr stark involviert und wir tun natürlich oft die frechen Aktionen den Jungen geben. Also den Jungfreisinnigen, die sind, man würde es vielleicht nicht denken, aber die sind mega offen für so Guerilla-Aktionen und auf die Straße gehen. Eben jetzt auch wie eine Juso, das macht vielleicht noch nicht ganz so viel, wäre schön, aber doch immer mehr. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, einfach vor allem intern das Ganze zu aktivieren und auch Leute zusammenbringen, die sich dort einsetzen wollen. Also von unten rauf her tünt ihr auch diesen vielleicht ein bisschen älteren, grauen
Damen und Herren, erklären, was ihr gerne wollt, weil ihr seid in Zukunft, die jungen Menschen. Gehen wir zurück zum Dominik Steinacher, der in dieser Kampagne ganz vieles erlebt. Das hast du vorhin schon kurz angesprochen. Gibt es denn einen Moment, der dich zum Teil sehr verstört oder auch vielleicht sogar emotional bewegt, jetzt im Zusammenhang mit dieser Kampagne, wo du aktiv involviert bist? Ja, also bis jetzt in dieser konkreten Kampagne hat es bis jetzt noch nicht gegeben, aber es gibt natürlich immer wieder, wenn man eben auf so, in so Podiumsdiskussionen sieht, wie es einfach Menschen gibt, wo einem so ein bisschen als gleichgeschlechtlich liebender Mensch so ein bisschen Daseinsberechtigung absprechen. Das ist so etwas, was ich mega, wo einem irgendwie hässig macht und ein bisschen hilflos auch, weil mit so Leuten kann man teilweise nicht diskutieren. Und also macht es denn nur hässig und hilflos? Ja, also heute schon, aber ich habe wirklich gelernt, damit umzugehen, muss ich sagen. Ich habe es zum Beispiel sind wir bei der CVP, also bei der Heiratsstrafinitiative, bin ich auch sehr aktiv gewesen. Und dort, das ist so das Erste gewesen, wo ich aktiv gewesen bin. Und dann ist es so, wenn man dann mit Menschen anfängt zu schwätzen und man merkt, die haben ganz andere Einstellungen, das macht einem auch sehr traurig. Und dann hat es auch, wenn man auf der Straße war, so 2-3 Stunden mit den Menschen am Reden und vielleicht auch eher in einem ländlichen Gebiet war, und viele negative Sachen gehört hat, dann ist man am Abend schon sehr, also ich bin dann schon auch sehr down gewesen am X. Aber jetzt, ja, man lernt auch mit dem umzugehen und sich von dem abzugrenzen. Sandra Schäfer, die jungen queeren Menschen, die von euch ein Angebot Gebrauch machen, ist bei denen überhaupt Ehe für alle oder grundsätzlich die Ehe, ist das ein Thema oder ist das noch weit weg? Ein Thema, also es ist so weit weg, wie es bei allen weit weg ist mit so 16. Aber also das realistische Sinn, ich will dann mal heiraten, aber was definitiv nicht weit weg ist, ist zu wissen, dass man in einer Welt lebt, wo man eben nur aufgrund, weil man gleichgeschlechtlich lebt, nicht sollte dürfen heiraten. Oder dass das wie einfach nicht okay ist und dass man einfach die gleichen Rechte, wie jetzt mein heterosexueller Nachbar in der Schulbank Nachbar hat, die habe ich einfach nicht. Und das ist etwas, das macht extrem viel mit jungen Menschen. Also vor allem oder in der Jugend. Es ist eh schon so viel, es läuft so viel. Du musst dich von den Eltern abgrenzen. Du musst jugendlich werden und gross werden. Und dann kommt noch oben drauf, dass du queer bist. Und dann kommt noch oben drauf, dass du merkst, okay, die Welt die mag mich nicht, weil ich queer bin, obwohl ich nichts dafür kann. Und dann nachher dann so Situationen, wenn man dann eben irgendwie Diskussionen mitbekommt oder sieht oder hört, wie dann eben die Gegner jetzt zum Beispiel für Ehe für alle argumentieren, dass wer auch immer sagt, dass ihr nicht okay sind, das macht etwas mit einem. Und dort ist es umso wichtiger, dass eben eigentlich auch das endlich angenommen wird, damit junge queere Menschen auch auf ihrer Persönlichkeitsentwicklung irgendwie auch ein bisschen weniger das Gefühl haben, dass sie falsch sind. Wir haben uns vor allem am Anfang an als Organisationskomitee, wenn wir dem so sagen dürfen, auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht per se Politanlass sind. Und wir sind uns aber alle auch bewusst gewesen, natürlich in der Vorbereitungsarbeit schon, dass so ein Anlass wie der, den wir heute haben, nicht kann politisch sein kann. Sonst müssen wir auch nicht die Haufen Regenbogen-Fähnchen aufhängen und weit umwinken damit. Gleichwohl möchte ich jetzt zum Abschluss von euch allen wissen, 26. September, nationale Abstimmung zur Ehe für alle. Was habt ihr geplant, an diesem Tag zu machen? Wie zuversichtlich sind ihr? Fangen wir mit dir an, Sandra Schäfer. Ich bin, wie der Dominik vorher schon gesagt hat, zuversichtlich, dass wir es schaffen. Wir müssen, glaube ich, aber einfach schon noch ein bisschen weibeln. Also wirklich einfach auch euren Freundesfreunden, Grossmami, Papi, Onkel, ein bisschen dazu bewegen, dass sie auch wirklich gehen abstimmen. Von dem her, ja, ich bin zuversichtlich, habe das Gefühl, es kommt gut. Und wir Coaching-Fachpersonen von «Du bist du» treffen uns zum Brunch und schauen zusammen, ob wir dann jetzt gewonnen haben oder nicht. Das ist der Plan. Also ich hoffe, ich bleibe dann das Gipfel nicht im Hals stecken. Und Dominik Steinacher. Jetzt einfach etwa 5 zum Frust. Dominik Steinacher, was hast du geplant und wo siehst du vielleicht noch die grössten Hürden bis dahin, was zu übersteigen gibt? Ich glaube, die grössten Hürden sind eben die Mobilisation, dass man wirklich die Leute zum Abstimmen bringt und dass wir das dann werden wir das auch schaffen, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und ich werde am Tag selber wahrscheinlich in Bern sein, an der offiziellen offiziellen Abstimmungsevent und von dort aus mitfiebern. Und da würde man sicher auch von euch beiden und von euch allen dann auf den sozialen Kanälen sehen, wo ihr gerade seid und wie ihr darauf reagiert. Ja. Jill Nussbaumer, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich kann mich da nur anschließen mit den Worten, dass alle an die Urne gehen müssen, dass das Wichtigste ist und ich bin trotzdem zuversichtlich. Wir haben gerade unseren Jungfreisinn-Kongress, wo etwa 200 Jungfreisinnige kommen in Locarno an diesem Wochenende. Und am Sonntag bis am 12. Uhr läuft der Kongress noch. Unser letzter Kongress hat die Ehe für alle angenommen, ohne Gegenstimme in der Parolenfassung. Also da sind wirklich alle dabei, alle freuen sich sehr auf ein Ja. Und darum bin ich mir sicher, dass wir alle werden anstoßen, wenn es so weit ist und das Wochenende noch ausklingen lassen, Vollgas. Also wenn man euch so zulässt, es ist einfach eine Freude. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle verbindet. Und wir sind am Schluss angekommen von diesem Podium, von diesem Tag bereits. 30 Minuten sind um, wir halten uns dran. Danke vielmals auch, dass ihr einerseits bereit seid, zu uns zu reden, von eurem Tätigkeits- und Wirkungsfeld zu berichten und dass auch ihr euch so tapfer an die Zeit, an die vorgegebene Zeit gehalten habt. Ich möchte euch Danke sagen, Sandra Schäfer, Dominik Steinacher und Jill Nussbaumer. Und bitte jetzt, das ist euer tosender Applaus von den anwesenden Gästen.